Hallo Leute, ich bin Lou und heute habe ich mein Paket vom Wick Osterwichteln für euch. Ich hatte das große Glück, von René von Wick gezogen worden zu sein und entsprechend habe ich ein fettes Tasting Circle Päckchen bekommen und kann euch eine ganze Woche lang an dieser tollen Zusammenstellung teilhaben lassen. Willkommen zu Whisky Nummer 3. Diesmal haben wir einen Edgerdauer aus dem Podcast. Ja, mehr Infos habe ich zu diesem Whisky leider auch nicht. Bei allen anderen Whiskys aus dem Paket steht ein Wust an Informationen dazu und hier nichts weiter. Ich habe mal recherchiert, es gibt wohl mehrere Batches von dem Whisky. Das erste Batch ist auf jeden Fall 10 Jahre alt aus dem Port Hogshead, 46% Natural Color, Unchill-Filtered, aktuell bei 100 Euro. Ich weiß wie gesagt nicht, welches Batch ich hier habe. Vielleicht kann ja René das unten in die Kommentare schreiben, was ich hier im Glas habe. Genau. Ich glaube, ich muss dem noch ein paar Minuten Zeit geben. Ne? Ich habe ihn jetzt gerade eben erst eingefüllt. Aber ich habe hier schon eine sehr schöne Holznote auf jeden Fall. Er ist deutlich, das hatte ich ja beim Whisky Nummer 2 so ein bisschen bemängelt, dass er mir in der Nase so super dezent erschienen ist. Und man muss dazu sagen, ich bin nach Whiskys gewohnt, die man aufschraubt und die schlagartig den ganzen Raum in Beschlag nehmen. Entsprechend ist für mich auch immer wichtig, dass ich nicht die Nase zu tief in die Glas stecken muss. Ja? Also für mich ist es wichtig, dass so ein Whisky von sich aus schon so ein bisschen selbstbewusst auftritt und mich mit seinem Geruch umfängt, bedrängt, was auch immer. Ich habe ja auch was Fruchtiges, was Holziges, was Fruchtiges, aber trotzdem nicht so dieses Barocke, was Sherry ganz oft mitbringt. Aber schon rote Früchte, ganz leicht, aber eher die Holznote wirklich im Vordergrund. Und vielleicht ist das auch nur in meinem Kopf, aber ich habe eine leicht maritime, salzige Note. So dieser Geruch, wenn man in der Nähe der Küste ist. Kann aber auch nur in meinem Kopf sein. Und da ist noch irgendwas. Aber das ist jetzt schwer zu erraten für mich. Es hat so was. Es erinnert mich an einen Weißwein, aber ich kann diesen Geruch nicht anders beschreiben als mit Weißwein. Hat was fruchtig und leicht alkoholisches in der Kombination. Vielleicht kann einer von euch Worte für das finden, was ich hier versuche zu erriechen. Edgerdauer galt übrigens sehr, sehr lange als die kleinste Brennerei Schottlands. Heute ist es wichtig dazu zu sagen, dass sie die kleinste traditionelle Brennerei ist, weil Brennereien wie Kilhoman oder Appin-Durk sind kleiner, wesentlich kleiner, aber Edgerdauer ist viel traditioneller und viel älter auch schon. Ne? Kilhoman, Appin-Durk sind viel, viel jünger. Bei Edgerdauer wird nämlich seit 1825 schon Whisky gebrannt. Ach, der ist toll. Ich habe eine sehr persönliche Bindung zu Edgerdauer, aber von der erzähle ich euch nachher. Ich habe hier, als erstes hatte ich Früchte im Kopf.
rote Früchte, saftige Früchte, süße Früchte. Dann hatte ich so eine Holznote. Jetzt hinten raus habe ich irgendwas, so eine Mischung, es erinnert mich an Weihnachten. So eine Mischung aus Marzipan, Nuss, Spekulatius, irgendwie so in die Richtung. Nelke könnte auch mit drin sein. So was sehr Weihnachtliches hinten raus, aber wirklich nur am Ende. Und dann ist das so, es ist einfach da aus dem Nichts heraus. Und der ist sehr, der empfängt einen schon total. Der ist so da und umarmt dich. So ein ganz, ganz lieber Whisky, der kommt und der drückt dich erstmal und sagt, hallo, du bist toll, ich mag dich und du magst mich. Und ja, der bringt einfach schon so ein Gefühl rüber. Ich weiß nicht, ob das an meiner Bindung zu Edward Dower liegt oder nicht. Vor allem so intensiv ist die Bindung eigentlich gar nicht. Ich trinke gar nicht so regelmäßig Edward Dower, aber die Marke ist irgendwie immer präsent in meinem Umfeld. Minimal herbe Holznote. Beim zweiten Mal kippt sie so ein bisschen. Fängt sich dann aber in dieser weihnachtlichen Note. Also dieses holzig-herbe, was mir persönlich ja immer nicht so liegt, kommt und reißt das Ganze so ein bisschen runter und dann verwandelt sich das Ganze in dieses Weihnachtsgebäck. Ich muss jetzt auch gerade an Lebkuchen denken, aber nicht so extrem schokoladige Lebkuchen, sondern eher wirklich boah, so ein Lebkuchenhaus. Sehr, sehr schön, also super toll. Vielleicht auch was Zimtliches hinten raus. Es ist immer schwer für mich. Ich habe immer Weihnachten im Kopf und dann da zu unterscheiden, ist es nun Nelke, ist es Zimt, ist es Spekulatius, ist es, was ist es nun? Das fällt mir persönlich noch sehr, sehr schwer. Ja, Edward Dower, der Roy vom Whisky und Genuss, dem Whiskyladen meines Vertrauens, zu dem ich eine sehr innige Bindung habe zu dem Laden, der hat mal eine Weile bei Edward Dower gearbeitet. Entsprechend kommt es diese Präsenz vielleicht auch daher. Wir haben damals die Brennerei wirklich nur total zufällig entdeckt. Wir haben nämlich in Blair at Hall Castle in der Nähe von Pitlochry gewohnt auf unserer Schottlandreise. Wir wollten unbedingt die letzten 2-3 Tage noch in so einem Castle wohnen und das haben wir uns da erfüllt, diesen kleinen Traum. Das war total genial. Und dann sind wir dort in der Gegend wandern gewesen und ja, zwischen sanften grünen Hügeln erschien uns auf einmal das Auenland. Nein, natürlich diese Brennerei, aber ihr könnt euch das so vorstellen, es war sonnig, es war warm, es war Vogelgezwitscher, Wald, Wiesen, kleiner Bach, überall. Und dann taucht auf einmal diese mini kleine Brennerei auf mit den weiß gekalkten Gebäuden, den roten Fenstern und dieser weißen Kiesauffahrt zwischen den zwei Flüssen Edward Dower und Kinn irgendwas, habe ich vergessen. Und das war so ein totaler Wohlfühlmoment, sowas sehr. Also mir persönlich geht es immer so, wenn ich diese Musik vom Auenland höre, wenn ich das Auenland sehe, wenn ich diese Filme sehe, ist es für mich immer so dieses, man kommt zu Hause an. Und das Gefühl hatte ich da auch, als wir durch den Wald gingen, diesen kleinen Feldweg am Bächlein entlang und dann tat sich dort diese kleine Brennerei auf. Und dann stand da auch noch ein Trabant auf dem Parkplatz, weil nämlich, ich glaube, sie oder er, einer von beiden Besitzern ist Deutsche und deswegen stand da dieser Trabant davor und damit war das für mich so, das Thema war abgehakt, die Brennerei war eingeordnet. Ja, ich finde den sehr lecker. Ich glaube, ich werde jetzt auch das Gläschen gleich noch ganz entspannt austrinken. Ja, ein sehr, wie beschreibe ich denn im Ganzen, holziger, aber sehr angenehmer, auch leicht weihnachtlicher, bisschen auch schwerer Whisky, aber nicht zu schwer, also nicht jetzt nur für die Winterzeit vom Kamin geeignet, sondern auch ja, für den Sommer, für den leichten Abend. Mich würde natürlich interessieren, was für ein Batch ich jetzt hier im Glas habe, damit auch die anderen das genau einzuordnen wissen, weil so ein Batch kann sich ja auch mit den Jahren verändern.
Mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Bisher der mir am meisten gefallen hat aus der Reihe. Ja, weiter geht's dann mit Whisky Nummer 4. Bleibt dran und bis dahin, Slange. Und damit ihr auch ja keinen Whisky mehr verpasst, abonniert mich auf meinen Social Media Kanälen und schaut nochmal auf meinem Blog vorbei. Da gibt es noch jede Menge mehr Infos zum Thema Whisky für euch. Und bis dahin, Slange war.